die beiden Stücke behandeln für mich zumindest sehr naheliegende Themen. Bei Beethoven handelt es sich um den Widerspruch zwischen Konstanz und Metamorphose oder man kann es auch anders sagen, Vitalität und Sterben. Und bei Schönberg liegt die Geschichte so ähnlich, dass ja auch wer das Demel-Gedicht kennt, eine Geschichte, die ständiger Latenz bedarf, die also nie richtig zu einem Schluss kommt und ziemlich psychologisch gelagert ist, was das Beethoven-Quartett für mich auch ist. Das sind so Stücke, die hören nicht auf, einen zu interessieren. Man kriegt jedes Mal ein bisschen tiefer in die Materie und diesmal habe ich es, glaube ich, final gemacht, was aber nichts über den Erfolg der Aufführung sagen will. Für Streichorchester anbetrifft, das ändert am Stück eigentlich gar nichts. Das ist höchstens eine Frage, fasst der Saal das klangliche Volumen und so weiter. Das sind Stücke, die das vertragen. Eigentlich versuche ich so nah wie möglich an die ursprüngliche Intention des Komponisten zu kommen. So, das ist mein Wunsch und das ist auch das, was Musik per se eigentlich für mich spannend macht. Ich habe wenig Interesse daran, eine perfekte Aufführung zu liefern, im Sinne, dass man die von vorn bis hinten senden kann. Sondern mir geht es einfach darum, wieder ein bisschen back to the roots zu kommen. Natürlich bin ich da genauso wie jeder andere dem Irrtum ausgeliefert. Aber ein Versuch in jedem Fall ist es wert. Und das ist das, was es, glaube ich, auch das Publikum spannend macht. Dass ich dieses Projekt betreue, war nicht von Anfang an für mich klar, jedenfalls nicht mit dieser Programmkonstellation. Eigentlich wollten meine Kollegen ein anderes Beethoven-Quartett haben. Aber ja, aufgrund der Struktur der verklärten Nacht, die ein Muss war, habe ich dann gesagt, dann machen wir lieber das 1-3-1 von Herrn Beethoven, weil es dieselbe durchlaufende Satzstruktur hat wie die verklärte Nacht. Also nicht einen Satz nach dem anderen, sondern dass eigentlich alles in diesem Stück ineinander übergeht. Also eine gute Konzertaufführung ist für mich die, wo es gelingt, wirklich viel von dem Stück im Publikum unterzubringen. Dass Neugierde geweckt wird, dass vielleicht auch sogar formales Verständnis keimt, weil zumindest der Beethoven ist in seiner Konstruktion eines der in meinen Augen genialsten Stücke, was er da gemacht hat. Jeder ist der Individualist, jeder hat eine andere Ausbildung genossen, jeder setzt seine Schwerpunkte woanders. Ja, meine Aufgabe, wenn ich das Orchester hier leite, ist das zusammenzuführen, ohne irgendjemandem weh zu tun, sondern einfach eine Integrität zu finden am Schluss.